Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ihr die rote Kartoffel bekommen könnt. Aber da wissen wir noch nicht, was damit passiert, was man damit machen kann. Aber jetzt zeige ich euch, was ihr mit der goldenen Kartoffel machen könnt. Viele haben die ja schon seit Monaten, ich auch. Und man konnte bisher nichts damit machen, aber seit dem neuesten Update gibt es endlich des Rätsels Lösung. Aber erstmal zeige ich euch, wie ihr die goldene Kartoffel bekommt. Viele haben die ja noch gar nicht. Dafür geht ihr einfach ins Menü, auf Einstellung, dann auf Hilfe und dann müsst ihr hier diesen Code eingeben. GPOTOATOLDFSENNM. Und den fordert ihr dann ein und habt ihr die goldene Kartoffel im Briefkasten. Eigentlich ganz einfach. So, ich habe sie jetzt zum Beispiel hier schon im Inventar. Und jetzt lüften wir das Geheimnis. Dafür müsst ihr zuerst hier zu der Höhle gehen, die am Strand ist. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bevor ich es vergesse, danke, danke, danke schön. Da freue ich mich sehr. So, das ist unser erster Spot. Dafür müssen wir ganz runter. Die Höhle kennt man ja noch aus den ersten Missionen. War lange schon nicht mehr hier. Und dann findet ihr hier eine Ablagefläche mit drei Fragezeichen. Da legt ihr jetzt die goldene Kartoffel drauf. Und erhaltet eine goldene Karotte. So, mit der müssen wir jetzt woanders hin, logischerweise. Oh, schnell aus der gruseligen Höhle raus. Wird das auch ein bisschen neblig hier, ne? So. Und dazu reisen wir in die eisigen Höhen. Stimmt, jetzt ist ja der Schneesturm. Uiuiui. Und dann müssen wir in Elsas Höhle. Ich habe auch nie verstanden, warum die in der Höhle wohnt und nicht in diesem Palast, wo Erik drin wohnt. Versteht ihr das? So, und da gibt es hier auch eine Ablagefläche am Tisch. Da legt ihr die goldene Kartoffel, Karotte drauf. Und kriegt eine goldene Krabbe. So, jetzt würde man denken, man müsste wieder zum Strand. Aber nein. Wir reisen jetzt zum Hauptplatz. Und gehen mal ins Schloss. Und gucken mal da, wo wir die hinlegen können. Ist ja relativ groß. Aber ich habe mich natürlich schon vorher erkundigt, wo wir die Krabbe hinlegen können. Und zwar, ihr müsst ganz nach oben. Und dann ist hier die Ablagefläche am Geländer. Da kommt die goldene Krabbe drauf. Und dann kriegen wir... Was kriegen wir denn überhaupt? Was ist denn das? Goldene Wurzel? Goldener Nachtdorn. So, und fünfmal dürft ihr raten, wo wir jetzt damit hin müssen. Nämlich wieder zum Hauptplatz, also zumindest bei mir. Gleich sind wir da. Wir haben ja Zeit. Ne? Ganz entspannt. So, und dann müssen wir rüber zu unserem Lieblingszauberer, Merlin aus Berlin. Schnell, bevor er uns sieht, schnell rein. Und da sind wir schon in der letzten Station. Und hier müsst ihr zum Tisch. Goldener Nachtdorn rein. Und ihr erhaltet... Tada! Den goldschimmernden Trank. Hat die Kraft der Sonne, Wärme zu spenden, wenn etwas kalt geworden ist. Was man damit macht, absolut keine Ahnung. Wenn ich es weiß, werde ich dazu ein Video machen. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert auch gerne. Danke, danke, danke schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.